Hallo, hier ist Tom von Amazonas Becken EU. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und zwar möchte ich heute mit euch die neuen Rochen einsetzen, die ich heute bei Duketown mitgenommen habe. War ein echt langer Tag, von morgens 6.30 Uhr hier losgedüst. Und jetzt ist es 20.30 Uhr, ich bin wieder zurück. Das erste, was ihr schon seht bei den beiden Boxen, ist, dass ich oben Luftschläuche angezapft habe, um die Rochen langsam an meine, ja, zwar ziemlich ähnlichen Wasserwerte halt langsam dran zu gewöhnen. Möchte ich mit euch natürlich auch einmal natürlich reingucken in die Boxen. Es war ein bisschen schwierig zu sehen, weil die Tüten zur Seite gelegt sind und es auch schon ein bisschen voller ist hier. Hier ist das erste Männchen, das ich mitgenommen habe. Zwar handelt es sich hier um Hybriden-Männchen mit hauptsächlich Black Diamond-Anteil und ein kleines bisschen Henlei. Soll den Vorteil haben, dass wenn die Tiere alt und groß werden, dass die schönen weißen Ringe, die der hat und die weißen Punkte, dass die nicht auseinanderbrechen, sprich innerhalb des Weiß wieder neue schwarze Punkte kommen. Bin ich mal gespannt. Dauert natürlich auch ein paar Jahre, bis der richtig ausgewachsen ist, aber schauen wir uns doch gerne mal an. Und dazu habe ich noch diese beiden hybriden Weibchen gekauft. Und da ist es so, weil die noch ein bisschen jünger sind als das Männchen, werden die erstmal hier unten mit ins Aufzuchtbecken noch hineinkommen, während das Männchen schon oben direkt mit rein kann. Des Weiteren habe ich aber auch noch die Beratung von einem Markt bekommen von Duketown Stingrays, dass ich unbedingt auf hellen Bodengrund setzen sollte. Sprich, das werde ich euch dann bald auch noch mal zeigen, wie man diesen dunkleren Bodengrund entfernt aus dem Aquarium und dann halt mit hellerem Bodengrund austauscht, weil dadurch werden die Spots, die diese Hybriden haben, einfach richtig schön weiß und hell. Jetzt könnt ihr die beiden Hybridenweibchen noch mal richtig schön sehen. Eins mit recht viel Weißanteil und eins mit kleineren, dafür mehreren Spots, was später auch zu Clips, sprich diesen Donuts, werden soll. Aber da warten wir mal ab, bin ich echt gespannt drauf. So, die kommen jetzt erstmal hier unten rein, um noch separat ernährt zu werden. Hier ist nur noch mal das Männchen. Da sieht man schon, wie die Eclipse langsam kommen. Selbst vorne vor den Augen. Da sind wir auch gespannt, wie das mit dem weitergeht. Wird bestimmt ein richtig, richtig schönes Tier. Also kommt er auch erstmal rein. Aber der, wie gesagt, darf schon oben mit rein, weil er ein bisschen größer ist. Auch schon futterstabiler. Das machen wir jetzt mal schnell. So, da schwimmt er.
Da steckt er sich jetzt erstmal nach der langen Fahrt, soll er sich da ruhig ausruhen. Und die Mädels, die sollen auch erstmal einen ruhigen machen. Bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich noch kurz darauf eingehen, warum ich bei der Rochenwahl hybriden Rochen genommen habe. Zwar sind das ja schwarze Rochen, Leopoldi Black Diamond, wo etwas Henleiblut mit drin ist. Und zwar ging das Ganze so los, ich bin völlig voreingenommen hingefahren, um zu gucken, Mensch, was suche ich mir da vielleicht was mit aus oder was gibt es denn so? Und habe mich dann letztendlich entschieden, jawohl, es soll ein schwarzer Rochen werden. Und dann ging Qual der Wahl los. Ich muss echt sagen, mit dem Markt bin ich dort 2 Stunden lang rumgelaufen in dieser gesamten Zuchtanlage. Wir haben uns dann wieder die Elterntiere angeguckt, Geschwistertiere, wieder die kleinen, bis es dann halt dazu kam, zu denen, die ich mir jetzt ausgesucht habe. Und zwar war ein ganz wesentlicher Faktor der, bei reinen Black Diamonds, das hat mir der Markt dort auch gezeigt, ist es so, dass diese weißen Punkte oder auch weiße Eclipse oder auch Donuts genannt, irgendwann anfangen, in einem Weiß schwarze Punkte zu bekommen. Und dass er das aber halt so geschafft hat, indem dort etwas Henleiblut mit drin ist, dass diese weißen Ringe auch komplett weiß bleiben, auch wenn das richtig große adulte Tiere sind und dass da nichts ja auseinanderzieht sich an der Farbe. Und deswegen bin ich natürlich auch noch mal besonders gespannt, was die Tiere hier bei mir machen. Also das einmal noch mal kurz zu der Auswahl. Ansonsten schaltet doch bald wieder mit ein. Wird wieder was Spannendes geben. Abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat. Also bis bald, tschüss, macht's gut, euer Torben.